Hey yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr mal wieder ein kleines Update zu unserem Projekt, unserer Road to Glory, unserem Account, wo wir ohne echt Geld probieren, das bestmögliche Team zu bauen in Ultimate Team. Wir haben ja schon einen perfekten Start gehabt, also so viele Coins, ohne auch nur einen Cent aufzuladen. Gut, wir hatten auch gut Packlack und wir haben auch bisher sehr, sehr gut getradet, aber hat nicht jeder. Und ja, deswegen seht ihr jetzt einfach einen kleinen Zusammenschnitt von dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Ja, dann generell ein bisschen der Rivals Grind in die Elite Division. Boah, er schießt mich, ey, das ist wirklich unfassbar krank. Das ist so ein unfassbar unspaßiger Akt, diese Rivals-Siege jede Woche zu holen und dann noch aufzusteigen. Aber mein Leiden werdet ihr hier sehen. Also wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Video. So ein kleiner Zusammenschnitt der letzten Tage. Ist sehr, sehr unterhaltsam geworden. Ich würde mich sehr über einen Daumen freuen, wenn wir wieder so 500 Likes schaffen. Wäre das sehr, sehr cool. Dann, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und ab geht's. Boah, Tim, muss ich sagen, weiß ich gar nicht genau. Was hat der für Flügel, Junge? Und Tevez ist auch richtig gut. So. Schöner Laufweg von Theo. Digga, was da wieder für Rebounds passiert sind. Ne? Oh, geile Ansicht. Let's go, Draft Win! Digga, warte mal. Kennen wir den Namen nicht aus den PlayStation Cups? Gegen den wurde FC24 schon das ein oder andere Mal geölt. Sei froh, dass du überhaupt Draft spielen kannst. Auf PC bekommst du spätestens im Halbfinale einen Cheater. Digga. Dieses Spiel ist so schlecht. Was hab ich? Oha! 16k. Nein. Digga, wie die mir alle geschrieben haben. Der Gegner im Halbfinale und der im Finale. Das ist wieder... Nein. Das hat er doch damals schon. Nein. Nein. Könnt ihr euch daran erinnern, in FC24, wo ich gegen ihn im Finale gewonnen habe und Nico auch und er immer die Leute angeschrieben hat, dass es der Ping wäre, deswegen er verliert? Nein, nein, nein. Das war aber auf dem Main-Account halt. Digga, das ist so geil. Das ist der Penner, der immer jeden anschreit, gegen den er verliert und nach dem Ping fragt. Das hat er uns beiden damals auch geschrieben, wo wir gegen ihn gewonnen haben. Bro, please, you messaged me one time on my main account, what ping I have in PlayStation Cups. You are just bad, my friend. Just give up, it's not a ping problem. Ja, eigentlich müsste ich den jetzt, kann man hier nach seinen Nachrichten suchen? Müsste den eigentlich, warte mal, ich kann den doch bei PSN suchen, oder? Und dann, wenn ich ihm eine Nachricht schicke, müsste sich der Verlauf öffnen. Ja, guck, 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 guck. Guck mal. Guck mal. What ping are you playing on? Am 27.03. Oh mein Gott. Dann habe ich ihn 8 zu 4 besiegt. Worst delay I've ever seen in my life. The winner ping. Don't try and greedy with a full Totti loan team, bro. You know you are awful without them. Bro only scores corners because you can't afford normal internet speed. Only way to score in these conditions. Why you ask everyone you lose to what's their ping? Weil ich da schon wusste, dass er es Nico auch geschrieben hat. I only do it when the game is very delayed. Er schickt Weekly krank. Bro couldn't even do it in 90 minutes with Totti and Totti. Wanted two hits. Hope I match you in Weekend League or Rivals someday. Oh mein Gott! So, my friend, we matched again in Draft. And who lost 4-1? I think it was you, my friend. Hope I match you again in Weekend League or Rivals for the free win. Digga, geil. Ey, war das witzig. Digga, wie hoch ist die Chance, den wieder zu treffen? Und er schreibt einem wieder, was für ein Ping. Ihr müsst euch überlegen, wie vielen Leuten hat er das schon geschrieben? Oh, er hat geschrieben, I win 80% of my drafts and lost 100. Sagt man das so? Hat man da Off-Games?
Ja, off the games. Ich habe hier jetzt auch billiges Team gebaut. So einfach. Weil ich muss sagen, ich finde die Preise gerade viel zu hoch. Ich glaube, die werden so rutschen gehen. Und deswegen habe ich mir so gedacht, was mache ich dann am besten mit meinen Coins? Ich hatte ja hier Stanway ist schon gut angestiegen, muss ich sagen. Die habe ich jetzt ein bisschen ÖV drauf. Die habe ich für 15.000 gekauft. Die ist jetzt bei 19 schon. Ich habe mich dazu entschieden, Rodris zu kaufen. Weil ich habe das alle sind im Hype um Kane und Co. Und Rodri, habe ich das Gefühl, ist irgendwie ein bisschen unterm Radar, weil der kostet nur 10.000 mehr als Kane und De Bruyne, aber hat auch ein Rating mehr. Und letztes Jahr gab es einen 91er Futterspieler mit KDB. Und der ist zu der Zeit, wo Kane auf 60.000 gegangen ist, ist der auf 80.000 gegangen. Also ich habe das Gefühl, bei Rodri haben die Leute noch nicht ganz mitbekommen. Oder ich bin einfach dumm. Es gibt halt mehrere Gründe, warum ich jetzt halt die Coins investieren will. Zum einen glaube ich halt, dass die Karten, wenn man die jetzt gerade hat, die werden alle sinken in den nächsten Tagen. Deswegen will ich ein möglichst günstiges Team spielen. Plus Futter wird ansteigen. Das ist eigentlich Doppel-Win. Meinst du, es lohnt sich, mal ranzumachen? Wenn man Futter hat, ist ja gut, ja. So, AS Rom-Fan hier. Also wenn ich immer so Leute sehe, das ist ja auch schon wieder 90% Untrade, das Team. Was ziehen die alle? Wo haben die ganzen Packs her? Warum halten meine Torhüter nichts? Das war ja so schlecht geschossen. Nee. Super. Let's go! Let's go, Junge! I have idea for the script, schreibt er. Digga, 10 zu 4 Schüsse. I sent the clip to EA, schreibt er. Bro, cry me a river, please. Digga, mit seinem Namen! Junge, geht das jetzt hier so weiter wie gestern, oder was? MK, Bro! Das ist Rafinha! Kann er nicht aus dem Abseits, der Hundesohn? Der halt Rechtsverteidiger, Franzose, Premier League. Der hat halt wirklich von allem, was man haben kann, beste Nation, beste Liga. Ja, Milan hat bisher auch beide Games verloren. Das spielt auch eine große Rolle für den Preis. Ich glaube aber trotzdem wird der in Hype kommen. Aber natürlich, da muss man das beachten. Aber die hatten auch keine leichten Gegner, oder? FC Finesse wieder als Gegner, Mann. Denko, Elva, wohin? Schieß nach unten links. Das Team muss treffen, Tobi, nicht der Spieler muss treffen. Ich glaube, 8 hätte am meisten Sinn gemacht eigentlich. Wenn die wenn die Rotary Knockout dann schon einen Playstyle hat, natürlich. Mal wieder geiles Tor, Jonas, weil du wieder einen Fehlpass spielst, du Hundesohn. Digga, es ist. Ich move doch, weil ich weiß, dass er bisher jeden Schuss mit Finesse gemacht hat. Mann, das ist so schlecht, dass die Torwart-Moven rausgenommen haben oder so verschlechtert haben. Es ist so. Oder er muss 2 Tasten drücken, schießt dadurch 3 Tore, Mann. Der hat schon gelb.
Steht dann, er ist noch auf dem Feld, Digga, was? Einfach Schlotterback-Treatment mit gelben Elfmeter verursachen und nicht gelb-rot kriegen, naja. Am Wochenende war es übrigens wieder soweit, ne, was ich meinte mit, dass taktische Fouls in der Bundesliga nicht gepfiffen werden, nicht, also nicht gelb geben. Bei Gladbach gegen Augsburg. Bei Sam Kerr ist das auch so underrated, auf tief zu flanken, ne? Die Königin, Mann! Warum ist sie anders nach vorne gesprungen? Digga, wenn der reingegangen wäre, ich wäre so wütend gewesen, ne? Was ein Bastard-Finesse war das, Digga, von 50 Metern. Gegner, du kleiner Hund, konntest nichts außer Finesse. Hast 4 Schüsse gehabt oder 5 Schüsse, davon 4 Finesse, 1 Trivehler. What the fuck, Digga? Was für ein Idiot. Hey. Junge, ich hab doch den Ball am Fuß, Mann. Ja, moin. Araujo einfach nicht von mir gesteuert, macht eine Grätsche. Digga, was hat er gemacht? Digga, Araujo nicht. Ich habe Araujo nicht angewählt bekommen. Ich habe ihn einfach nicht angewählt bekommen. Bruder, das war der schlechteste Sprintboost, den ich je gesehen habe. Aber es war so ein Anstoßbug, Digga. Digga, dieses Spiel ist so der Tod, ey. Ich nehme jetzt eins. Okay, okay, fair, fair. Digga, wenn es ein Stream-Zuschauer ist, dann ist es witzig. Aber, oder wenn es nicht mal ein Stream-Zuschauer ist, dann ist es crazy. Mann, ich mach immer den gleichen Fehler. Ich mach wieder den Torwart, den move ich, anstatt ihn einfach rauszuholen. Dieser Alvarez ist ja todeseklig zu defenden. Ich muss auch oder jetzt ausrücken, wenn es nicht abseits war. Naja, immerhin war der Gegner korrekt. Digga, Alvarez lässt sich einfach nicht einholen. Warum rennt sie aus der Mitte weg? Herr Wolf, ist das wohl Witze? Ja, hast du noch ein Trivehler, bitte. Nein, Bruder, das ist so ein geiler Angriff, Mann. Wie verkackt sie die ganze Zeit diese Pässe? Hier, Trivela, in deine Fickfresse, du Hundesohn. Immerhin haben wir schon mal die 45 Punkte. Ja, das heißt, wir haben genau 10 Spiele heute gemacht. 1 habe ich verloren, 2 unentschieden, 7 Siege.